Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Tomodachi Live. Wir spielen wieder weiter und heute bin ich mal etwas früher am Start als sonst, glaube ich zumindest. Nämlich möchte ich mir heute die Wörterkette mal anschauen und ich weiß gar nicht mal, wo die genau ist. Ist die hier im Vergnügungspark? Weil hier gibt es auch ein Ereignis. Nein, hier ist gerade noch die Wundertüte. Alles klar, dann kaufen wir uns die mal. Hoffentlich ist da mal ein bisschen mehr drin. Als erstes haben wir die Hippie-Kleidung. Ja, gut. Eine Schachfigur. Mhm. Wenn sie in Gold gewesen wäre, wäre sie besser. Und ein Herren-Uni-Pullover. Mhm. Was war denn das jetzt hier? Das Nerd-Starter-Set oder was? Eieieiei. Naja, gucken wir uns mal ganz kurz im Park an. Da ist gerade Yuri am Laufen. So, und die Wörterkette ist auf jeden Fall dann nicht hier. Gucken wir ganz kurz mal im Vergnügungspark. Wo ist die fucking Wörterkette? Ich habe gerade keine Ahnung. War die hier? Ne, hier ist nur dieses Erzähl mal, okay. Naja, werden wir schon sehen. Ach, vielleicht hier beim Glücksbrunnen. Ja, das kann sein. Deswegen gucken wir uns erstmal die Spendenzahlung an. Ich immer noch mit den Mashala Super Saiyajin Haaren. Junge, und Mike sieht auch so verrückt aus, ne? Übrigens, heute ist Mikes Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, mein Bester. Ich wünsche dir alles Gute für diesen Tag. Und natürlich auch sonst, ne? Und ja, ich hoffe, du wirst den Tag genießen. So, dann sind wir auch durch jetzt mit der Sammlung. Und rauskommen 114 Euro. Wie gesagt, die Steuerhinterziehung auf dieser Insel ist crazy. Naja, und hier ist direkt auch ein neues Ereignis. Aber Alter, wie viele Leute wollen jetzt schon wieder neue Leute kennenlernen? Das will ich mir erstmal angucken. Zum Beispiel, ich will... Ah, nee. Oh nein, Dicker und ich haben uns jetzt geschlagen, oder was? Weil ich meine, wir haben uns vorher nicht verstanden. Was kommt denn da noch Schlimmeres? Und Maverina will jemanden kennenlernen. Okay. Okay. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gehört, dass Geldhase mit mir befreundet sein will. Habe ich nicht so gehört. Aber... Vielleicht sollte ich einmal... Genau, red mal mit ihm und hau ihm auf die Fresse. Tja. Hat er keine Hobbys oder was? Was ist mit ihm los? Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Er will bitte nicht mit Maverina befreundet sein. Junge, Junge, Junge. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Freut mich zu hören. Ich glaube aber, Marfi freut das nicht so. Mich auch nicht. Naja, gucken wir uns mal. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Ja, was ist es? Klopapier? Ah, ne, eine Einwegkamera. Danny ist extrem lustig? Was? Was? Und der Rest wurde gefriendzoned, oder was? Alter Schwede, was ist denn hier los? Ja, Beninator, was bockst du dich mit Dicker, Junge? Also schlimmer kann es ja nicht werden. Ich bin echt sauer im Moment. Maverina passt nicht wirklich? Was passiert hier? Ich habe mich mit Dicker gestritten. Ich bin so wütend. Ja, dann hau mir auf die Fresse. Warte, was passiert, wenn ich nach unten mache? Achso, okay. Ich habe mich mit Dicker gestritten. Ich bin so wütend. Ich dachte, danach geht er hin und killt ihn oder so. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Ja, gut. Nichts ist besser als so schöne Pommes Frites, oder? Boah, Junge, wie schnell der es verschlungen hat. Ah, nee, das fand er nicht gut. Kann ich... Ich glaube, ich kaufe nochmal Würstchen. Warte mal. Würstchen mag er doch ganz gerne. Wo gibt's Würstchen? Würstchen muss es doch hier geben, oder? Würstchen, hier. Natürlich könnte ich auch Weißbrot kaufen, aber Weißbrot mache ich jetzt mal nicht. Deswegen kommen die Würstchen. Digga, die Brücke. Bitteschön. Ein leckeres Würstchen. Natürlich war das absolut lecker. Ich glaube, das Lieblingsessen einfach zu geben, ist immer am besten. So, Dicker. Der hat schon die Boxhandschuhe an. Der haut mir gleich voll in die Fresse. Und ich komme da wie so ein scheiß Anwalt rein. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich.
Glaubst du mit einem Sorry? Was? Es hat nicht geklappt. What the fuck? Das Leben ist doch härter, als ich erwartet hatte. What the fuck, Alter? Jetzt mache ich aber mal das, was Marvin mir immer gesagt hat, nämlich eine Einwegkamera verschenken. Was für eine Art von Fotos soll ich aufnehmen? Bewohnerfotos. Verstanden. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Direkt gute Laune, ey. Sieh, was ich fotografiert habe. Damn. Holy shit. Gelbe Mike und Daly am Stretchen. Und Jennifer Lawrence guckt nur. Der Titel lautet Liebe, Traum, Unendlichkeit. Das ist doch super. 100 Punkte. Hey, finde ich auch. Ich wusste, dass ich's drauf hab. Ja, und jetzt bist du wieder glücklich. Ach, man, das bringt überhaupt nichts. Ich hab die scheiß Einwegkamera jetzt wegen dir verloren, Mann. Ja, super, ey. Jetzt ist Beninato für den Rest der Session down. Danke auch. Wir sind jetzt alle am Glücksbrunnen, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Glücksbrunnen und gucken uns diese Wörterkette mal an. Wortkette mit Essen. Okay. Und los. Pommes frites. Hä? Spinat. Wie? Trinkschokolade. Okay. Englische Creme. Ich kenne noch eine englische. Erdnüsse. Erdbeerkuchen. Warte mal, ich habe das noch nicht ganz gecheckt. Nudeln mit Pesto. Orange. Ich habe das noch nicht ganz gecheckt, aber ich glaube, die listen einfach nur Essen auf, oder? Olivier-Salat. Toron. Crazy, das sieht alles so lecker aus, Mann. Ich geb auf. Oh Mann, Alter. Und Danitendo hat gegen... Ah ne, das war nicht Danitendo, das war Smash. Der hat gegen Daddy gewonnen. Lol. Okay, gucken wir uns mal die ganzen Shops mal an. Hähnchenteile, ich liebe sowas. Leitungswasser, okay, holen wir uns auch mal natürlich. Popcorn, sehr nice. Auch wenn es aussieht wie so eine Eiskugel. Spulwasser kennen wir schon. Und Streichrahmen. Okay, holen wir uns natürlich auch mal. Kein Problem. Und dann gucken wir uns noch den Hutmacher an. Stimmt, das Pfandhaus können wir auch mal wieder besuchen. Mini-Zylinder. Generell alle drei finde ich richtig nice. Kaufen wir alles mal. Und den Partyhut bitte auch. Danke. Vielen Dank. Das sieht alles richtig nice aus. Okay. Dann gucken wir uns mal das Pfandhaus nochmal an, weil... Willkommen. Genau, ich müsste ja jetzt echt viel dabei haben. Zahnbürste, wie viel gibst du mir dafür? 2 Euro, ja am Arsch. Tulpe? 4,80 Euro. Nee, Schachfigur? Zehner? Papierwindel? 50 Cent? Oh, Laterne könnte krass werden, oder? Ja, 15. Geode? 41? Safe. Farbeimer? Aha. Game & Watch? Habe ich anscheinend irgendwie nochmal. Und da sind wir wieder auf den 1000. Okay, sehr schön. Basketball. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen... Was war das hier? Achso, das war das aus dem Traum, ne? Gut, ich weiß zwar nicht, wofür man das vielleicht noch verwenden kann, diese ganzen Gegenstände. Deswegen verkaufe ich die immer direkt. Na, gucken wir uns nochmal die Boutique an. Dort gibt es natürlich auch wieder neue Artikel. Boah, das ist schon heftig. Zebrakleid und Zwergkostüm. Okay, kaufen wir uns mal das und das. Perfekt. Kein Problem, Danny. Oder nicht Smasher war das, ne? Ich verwechsel die Jungs immer. Kürbisfeld mal wieder. Farbenmalerei, Retro. Okay, und Versailles. Der Spiegelsaal oder was? Crazy.
Ja, das ist der Spiegelsaal, wenn man sich hier die Beschreibung durchliest. Okay, heftig. Ja gut, dann würde ich sagen, gibt's hier irgendwas? Ja, zwei Spiele. Ja gut, dann gucken wir uns mal die zwei Spiele mal kurz an. Aber sonst hätte ich mir jetzt nochmal eben... Lass uns etwas spielen. Ebenbild von ja klar, was willst du machen? Weil wenn jetzt dieses Pixelspiel rankommt... Okay, nee. Dann hätte ich nämlich mal meine Auflösung runtergemacht. So, Quiz der Gemeinsamkeiten ist immer das Schwierigste, finde ich. Dini und YU haben beide Tennisschläger. Nein. Also ich habe zwei Leuten Tennisschläger gegeben, aber das waren, glaube ich, Jun und Marfarina. Das ist falsch. Mhm. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Smasa und Beninato sind im gleichen Jahr geboren. Aktuell schon. Smash ist eigentlich 2004 geboren. Die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Wie ich immer so richtig in den Herzinfarkt bekomme, bevor das auf richtig geht. Piru und Margarina gehören zur selben Persönlichkeitsgruppe. Digga. Das ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube nicht. Und die korrekte Antwort ist... Na, was? Beide kühl. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja, ich hab's euch ja gesagt. Das ist mega schwer. Ja, am Arsch, Alter. Hä, sie hat noch irgendwas? Okay, scheiß drauf. Interessiert mich nicht. Oh, Marverina will das spielen. Da wollen wir natürlich direkt rein. Spiel mit mir. Okay. Wer nicht? Schon wieder Quiz der Gemeinsamkeiten. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Kann mich doch mit sowas blamieren. Gildhase und Gamblemike tragen im Moment das gleiche Outfit. Nein. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Pullover. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Jutirina und Marvi haben im selben Monat Geburtstag. Mhm. Das ist falsch. Ja, das ist noch wegen der Corona-Erkrankung. Dini und YU sind miteinander. Nein! Nein! Gar kein Fall. Die Antwort ist, das ist falsch. Diesen Fremde. Okay, das war mindestens mal ein bisschen einfacher. So, jetzt nehme ich aber mal das größte Geschenk. Ja, sehr schön, die Pendeluhr. Sonst hast du nichts mehr? Perfekt. Ja, krass, Alter. Mich findet sie nicht mehr so nice. Ganz komisch. Naja, unser guter alter Daily Schmämer, Aimer, Damer, Lamer will etwas spielen. Gut, spielen wir was? Schnappen, och nö. Es geht los. Let's go, first try. Hä? Ach so, das war's schon? Digga. Glückwunsch. Bitteschön, das ist für dich, Ebenbild von Beninator. Schnurkreiselspiel? Kann man das ja auch einfach Jojo nennen? Piru weiß echt Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Hm. Alles klar. Wir haben noch zwei Leute, nee, drei Leute Probleme. Ja, Geldhase und Jennifer, die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Deswegen gehen wir einfach mal bei Jutirina rein. Endlich wird es wieder etwas kühler. Hm. Marfi passt nicht wirklich. Ein Hotdog wäre jetzt echt lecker. Boah, ey, ihr habt immer Wünsche, ey. A, B, C, D, E, F, G, H. Ja, okay, hier ist er nicht. Ich hab keinen Hotdog. Hä? Ich hab keinen Hotdog? Ich hab leider keinen Hotdog. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass hier mal ein Hotdog war. Sorry, ich hab keinen Hotdog. Ich geb dir mal was anderes. Ich geb dir Karotten, ist ungefähr das gleiche. Ich glaube, das wird er hassen. Ich wusste es. Oh, Digga! Er muss fast kotzen. Alter. Okay, verrückt. Naja, gucken wir noch einmal in die Nachrichten um 18 Uhr rein. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 6 Uhr. Heute feiert Gamblemike Geburtstag. Er wird stolze 18 Jahre alt. Let's go! Wir übertragen jetzt Live-Szenen von der Geburtstagsfeier im Wohnben-Hotel.
La 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 la. La 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 la. Daily 1 zu 1, die Stimme. La 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 Gamble Mikkel. La 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 la. Alter, das könnte auch echt ein Horrorlied sein. Glückwunsch. Dankeschön. Hurra. Geil. Richtig nice. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wie nach ihrer Meinung? Dass ihn alle gefeiert haben. Ja, wollte schon sagen. Was soll man dazu noch sagen? Was? Danke für die Fresse, Judith. Ich bin Benxeredition und das waren die Mii-Nachrichten um 6 Uhr. Go. Du, 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 du. Ja, manchmal muss ich einfach fallen. Das ist so geil. Du bist... hier keine Arena, Alter. So, am Strand ist auch noch jemand. Smasher. Okay. Wir haben noch was bei den Ranglisten bestimmt, oder? Fitnessrang. Oh, was? Also, was hier immer angezeigt wird, ne? Dicker letzter Platz. Das gibt's doch gar nicht. Beliebtheitsrang. Mafia auf Platz 1. Und Smasher. Und hier ist Bub ganz unten. Also das sind immer verrückte Zahlen hier. Und Romantikrang, ja, das kennen wir ja schon vom Affinitätstester alles. Gut, dann würde ich sagen, werden wir in dieser Folge noch ein weiteres Lied hören. Nämlich von dem lieben Adri. Der wird nämlich Metal singen. Ach du Scheiße, wie viel Text ist das? Okay, Leute, damit muss ich mich jetzt erstmal befassen. Okay, Leute, es kann losgehen. Alter, was geht ab? Einer dumm, einer schlau, aber zusammen sind sie unschaffbar. Stoß jetzt nicht auf unendliche Freundschaft. Let's go! Das ist so heftig. Diese Lieder sind so gut. Oh mein Gott. Digga. Adri, Alter. Ich hoffe, du bist zufrieden. Junge, wie geil war das? Alter, wie heftig. Oh mein Gott. Alter, war das gut. Junge. Ich komme immer nicht drüber hinweg. WTF, wie nice war das denn? Alter, gucken wir uns noch einmal den Glücksbrunnen, die Wörterkette an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich gegen Maki. Panakotta. Panakotta. Avocado. Das ist halt einfach Bombparty in Tomodachi Live gerade. Junge, wenn ich das gewinne, ne? Da wird Marvin so gehatet. Also, nein, bitte nicht, aber. Ich mag ihn dann. Junge, und das alles hat Daftino schon gegessen. Das müsste man sich halt einfach mal vorstellen. In der Zeit google ich nochmal ein bisschen. Das hatten wir schon. Oh, ich hab gewonnen! Ich hab einfach gewonnen! Digga, Waffe, du bist so kacke! Let's go, Alter! Reality-Check gegeben! Okay, Leute, lass uns ein neues Mii registrieren. Jetzt kommt nämlich eine unheimliche Gestalt. Nämlich der gute alte Hoppel. Du alter Schwertfisch, Junge. Junge, du bist so ein Egghead. Ein absolutes Breitgesicht. Alles bist du gleichzeitig. Genau, noch so ein komisches Kinn hat er. Ach, ob es so ein komischer. Nein, Spaß, Leute. Aber der ist halt einfach. Ich werde übrigens seine ikonische Emo-Frisur machen. Weil ist halt einfach ikonisch. Dazu müssen wir aber zu den Frauenfrisuren gehen. Hey, yo. Okay, das sieht heftig aus. Aber das sieht eigentlich zu gut für ihn aus. Das ist perfekt. Oh mein Gott, ist das perfekt.
Ja, sehr gut. Jetzt brauchen wir... Ach, warte mal, ich habe was verpasst. Weil der braucht natürlich noch Augenringe. Okay, machen wir mal so. Und dann hier natürlich die Augenringe, die auch Marvin hat. Ja, Mann, das ist so gut. Oder das? Nee, ich glaube, das ist besser. Und der hat auch so eine komische Nase. Genau, der hat da so einen halben Hoden hängen. Spaß. Aber... Obwohl, warte mal. Hallo. Habe ich gerade nicht gesagt, Leute, oder? Warte mal. Nee, das ist alles so ein bisschen zu fett für Hoppel. Obwohl das... Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut. Auch wenn die ein bisschen größer sein könnte, ja. Perfekt. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, okay. Warte mal, ich habe hier noch einen guten. Warte mal, was hat denn... Ich glaube das hier, ne? Ich glaube, das passt so. Ja, Brille und sowas hat er nicht. Alter, das ist mega krass. Oh mein Gott, das bin ich eigentlich mal am Kochen. Was bin ich hier immer am Kochen? Das ist so wild. Alter Schwede. So, warte mal. Ich weiß nicht mal, wie der in Real Life heißt. Hoppel, wie heißt du in Real Life? Ich hab keine Ahnung. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Beate. Nein, Spaß, aber... Ich nenne ihn jetzt mal Senior. Senior Hopplus. Was? Hobbelus? Hopp? Ah, das muss ich nochmal hier richtig angeben. Opel? Nee. Ist nicht richtig. Genau. Okay, ich muss ganz kurz gucken, wie den Geburtsdatum. Also, auf was für Suchaktionen ich da immer für das Geburtsdatum gehe, ist wirklich krass. Er hat aber am 14.03. Geburtstag. Ich mach's jetzt einfach mal auch mal wieder 2005. Ich glaube, er ist ein bisschen jünger. Ich glaube, 2005 oder 2006 oder 2007. Aber wir lassen es mal so. Ja. Ich bin Senior Hobbelus. Hobbelus! Junge! Ich bin Senior Hobbelus. Ich bin Senior Hobbelus. Oh mein Gott! Ich bin Senior Hobbelus. Ich bin Senior Hobbelus. Ich bin Senior Hobbelus. Ja, machen wir mal so, würde ich sagen. Mein Geburt. Ich bin Senior Hobbelus. Machen wir so. Ich bin Senior Hobbelus. Perfekt. Okay, Leute. Handelt. Boah. Viel zu schnell, ja. Spricht sehr direkt. Ausdruck ist sehr kühl. Denkweise ist absolut sorglos und insgesamt ist er ein absolut spezieller Fall. Digga! Ich war mir noch nie so sicher über eine Person. What the fuck? Nein, der ist nicht extrovertiert. Wieso lebhaft? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, Digga. Egal, dann ist Hoppel halt so ein komischer. Hoppel ist da reingekommen. Ja, wer auch nicht, ne? So, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr auf dich. Okay, dann lass uns doch mal, wenn es jetzt gerade nichts zum Gucken gibt, hier mal Erzähmel mal machen. So, wer hätte gerne viele Kinder? Ja, wer? Der, also, das wird direkt gefragt. Juri und Dingsbums, Zigarina, holy shit. Wer darf jeden Abend lange aufbleiben? Aufbleiben. Alle außer Zirkein, ja, das könnte sogar passen. Wer sieht genauso aus wie Benny Nata? Was? Am Arsch? Ich bin doch nicht so hässlich wie ihr, nicht was?
fürs Mitmachen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Ach. Ganz komischen Sachen hier. Warte mal, aber ich habe hier gerade was gesehen. Nämlich vorherige. Ah, Dachkar. Lol, man kann hier die ganzen Dinger sehen. Krass, das wusste ich gar nicht. Okay. Naja, Daily hatte noch was für einen Affinitätstester gefordert. Ich gucke nur mal nach. So, Daily wollte natürlich mit den Frauen getestet werden. Mal gucken. Dann nehme ich jetzt Gothic und Jennifer. Mal gucken. Ja, es ist aber nicht so schlecht. Und Jennifer Lawrence? Also, das ist unfassbar, wirklich. So, was mich aber jetzt noch mehr interessiert, ist das. Digga. Wir werden einfach nie Freunde sein. What the fuck? Und Senior Rublüt. Let's go. So, Senior Rublüt. Du würdest ganz gut zu Gothic Maven passen. Mal gucken. Okay, ziemlich problematisch. Alles klar. Yui natürlich auch. Digga. Okay, gucken wir uns mal. Was mit Sekundarina auf dem Bild passiert? Ja. Aber so interessiert ist Zirkan eigentlich gar nicht. Ah ja. Einfach von Zirkan gekorbt werden. Was gibt Schlimmeres? Spaß. So, Daftendo. Ja, das sieht doch eigentlich alles gut aus. Ich check das irgendwie manchmal nicht. Egal. So, gucken wir jetzt noch einmal rein. Ne, gibt leider nichts Neues. Alles klar, dann soll es das aber auch gewesen sein für diesen Part von Tomodachi Live. Ich hoffe, das hat euch allen sehr gut gefallen wieder. Wenn ihr das so gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, schaltet demnächst wieder ein um 18 Uhr. Bis dann, habt noch einen schönen Tag auch rein und dann ciao.